liebe Freundinnen und Freunde und aus aktuellem Anlass, liebe Streiter für gelebte Demokratie. Du hast das Mikrofon ausgemacht. Ah, moderne Technik. Liebe Freundinnen und Freunde und aus aktuellem Anlass, liebe Streiter für gelebte Demokratie und gegen Autoritäres. Lasst mich zu Beginn den Dank aussprechen für euer wiederholtes Engagement hier in Hamburg für Julian Assange. Zusammen mit den weltweiten Aktionen habt ihr es alle verdient, dass Julians Sache vor Gericht ein gutes Ende nimmt. Denn es ist ja auch unsere Sache, für die wir hier streiten und Julian Assange einsetzt. Ich bin überzeugt, wir werden nicht eher unseren Protest beenden, bis wir die Freiheit Julian Assange werden feiern können. Und ehrlich gesagt, diese Vorbemerkung sei mir erlaubt, ich hätte mir hier und jetzt gerne auch den leider nicht mitdemonstrierenden, gefühlt 1,7 Millionen Hamburgern, wenn ich der Berichterstattung glauben darf, für ihre Teilnahme bei dieser Assange-Aktion gedankt. All denen, die jüngst hier durch die Innenstadt marschiert sind, gegen die AfD, gegen rechts und für Demokratie sind. Dies war gut und glaubwürdig, wenn diese Demos nicht begleitet worden wären von geradezu ohrenbetäubendem Schweigen zu den Ursachen dieses Phänomens AfD, einem Schweigen zu Grundrechtsverletzungen und Existenzbedrohungen, zu Lohnverlust durch Inflation und Sozialabbau, zu Griffen in die Rentenkassen und zur Zerrüttung unserer Infrastruktur, zur Aufrüstung und Waffenexporten in Kriegsgebiete und schlimmer zu Mord und Totschlag in der Ukraine und einem drohenden Genozid in Ost. Aus welchen Gründen dieser Problemhaufen so groß geworden ist, diese entscheidende Frage, welche die Demonstranten den Regierungen noch stellen müssen, wer hat ihn so groß gemacht und wie kriegen wir ihn wieder weg? Für Gewerkschaften, Kirchen und Nicht-NGOs ist heute der praktische Lackmustest für Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Demokratie und Frieden. Eure Teilnahme hätte euch und uns und vor allem Julian Assange sehr gut getan. Also die Teilnahme dieser Demonstranten, denen ich hier noch letzte Woche über den Weg gelaufen bin, die hätten heute hier sein müssen. Ihnen sei in Erinnerung gerufen, die Freiheit stirbt scheibchenweise. Zettelkampf im Wind. Und die Verfolgung Julian Assange mit all seiner disziplinierenden Wirkung auf die nicht oder noch nicht Verfolgten ist eine ganz dicke Scheibe der Freiheit, die man uns in Begriff ist, zu nehmen. Es ist die Informationsfreiheit, ohne die jede Demokratie wertlose Formalie ist. Es ist womöglich nicht die letzte Aktion in Sachen Julian Assange und ich lade alle ein zur nächsten Mahnwache und zur nächsten Assange-Demo. Seid willkommen, hunderttausende Hamburger. Mit uns kann man freudvoll für Demokratie und Informationsfreiheit demonstrieren. Und aus aktuellem Anlass möchte ich einen Takt sagen und Tom Wellbrock, den Blogger, zitieren. Nawalny ist gestorben. Der Westen weiß schon, woran er gestorben ist, obwohl die Obduktion noch nicht gelaufen ist. Tom Wellbrock sagt, im Chor trällern westliche Medien nach dem Tod von Nawalny, das sei Mord gewesen. Scholz sagt, Nawalny habe mit seinem Leben bezahlt, weil er ein so mutiger Mensch gewesen sei. Mal abgesehen davon, dass dieselben Medien Julian Assange kreckerkauend beim langsamen Sterben zuschauen, fällt einmal mehr das Problem des Westens auf. Sowas wie eine Unschuldsvermutung gibt es nicht mehr. Sie ist der Moral geopfert worden. Eine Moral, die für sich in Anspruch nimmt, keine Hintergründe oder Beweise zu brauchen, wenn sie mit einem Ereignis konfrontiert wird. Und er schließt, es wird Zeit für das Wort Moralleugner, das auf alle angewendet wird, die nicht bereit sind, gesinnungsethisch zu Schlüssen zu kommen, die ihnen vorgeschrieben werden. Ich vermisse hier auch
Ich vermisse hier auch Bürgermeister Tschentscher, der seit kurzem bei Demos in der ersten Reihe gesehen wird. Als hoher Repräsentant der Stadt sollte er die Parallelen von Julian Assange's Fall zur Causa Karl von Ossietzky kennen. Ein Hamburger, der für seine Veröffentlichung deutscher Völkerrechtsverletzung durch unzulässige Aufrüstung von den Nazis verfolgt wurde und letztlich an den Folgen unmenschlicher Haft und Zwangsarbeit zugrunde gegangen ist. Seine Freilassung, Ossietzkys Freilassung, war Ergebnis einer internationalen Kampagne, die ein Genosse des Bürgermeisters aus dem Exil heraus organisiert hatte. Es war der spätere Bundeskanzler Willy Brandt. Herr Bürgermeister, gönnen Sie sich gerne diese freiheitliche Gesinnung Karl von Ossietzkys und Willy Brandts und setzen Sie sich an die Spitze zukünftiger Julian Assange-Aktionen. Das, Herr Tschentscher, wäre ein wunderbares Zeichen für gelebte Demokratie. Und nebenbei, weisen Sie Kriegshetze zurück, stehen Sie aktiv zu Ihrer Städtepartnerschaft mit St. Petersburg und stoppen Sie Waffenverschiffungen über den Hamburger Hafen für die aktuellen Krisengebiete. Das wäre ein weiteres wunderbares Zeichen gegen Nationalismus, Krieg und ja auch gegen Faschismus. Jawohl! Euch alle wieder ausgemacht. Euch allen gilt der Dank für euren grandiosen Protest gegen Ignoranz und Empathielosigkeit all jener, die in unserem Namen vorgeben, Politik zu machen. Sie haben versprochen, sich für den politischen Gefangenen Julian Assange einzusetzen und haben doch das Gegenteil getan. Rufen wir Ihnen alle zu, nicht in unserem Namen. Dank dafür, dass ihr mit dieser Demo und zahnlosen Mahnwachen und etlichen vorherigen Protest- und Informationsaktionen den Job der Journalisten gemacht habt. Mit vereinzelten Ausnahmen. Nils Melzer beim NDR auf dem roten Sofa. Und ansonsten pflichtschuldige Minimalberichterstattung hat die Branche versagt. Sie haben in einer historischen Situation den für Whistleblower unerlässlichen Plattform WikiLeaks und ihrem Gründer und Journalistenkollegen Julian Assange den ihnen möglichen Beistand versagt. Ist ihnen Solidarität unter Kollegen so fremd geworden? Wir rufen deshalb laut in ihre Redaktionsstuben: Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dabei haben auch Hamburger Medien anfänglich Informationen von WikiLeaks genutzt, auch um Auflage zu machen und werbewirksame Klicks zu sammeln. Aber von der schwedischen Schmutzkampagne inklusive Fälschung von Polizeiakten, vor dem Abkauf des ecuadorianischen Asyls durch die USA, vor den juristischen Handlangerdiensten Großbritanniens, und nicht zuletzt vor den CIA-Abhöraktionen gegen Assange, seine Besucher und seine Anwälte, sind sie allesamt zurückgeschreckt. Wer, wenn nicht ein Journalist oder alle Journalisten, hat die verdammte Pflicht, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, damit die Bürger ihrer Regierung gegebenenfalls Stopp sagen können? Mit derart Mächtigen legt man sich nicht an, sagte mir doch jüngst ein Vertreter dieser Zunft zum Fall Julian Assange. In meinen Augen ist das nichts anderes als eine als Klugheit getarnte Arbeitsverweigerung. Die meisten Medien haben durch Zurückhaltung bestätigt, dass die Einschüchterung der traditionellen Presse wirkt. Und dabei macht es für die demokratische Meinungsbildung vom Ergebnis her keinen Unterschied, ob die Zensur staatlich organisiert, an digitale Plattformen outgesourced und bezahlt oder als Schere im Kopf freiwillig und ohne Bezahlung erfolgt. Kostenlos ist sie deshalb noch lange nicht.
denn die Verletzung, das Organversagen unseres demokratischen Gemeinwesens ist schwerwiegend, wenn nicht sogar lebensgefährlich. Dagegen seid ihr heute auch auf der Straße gewesen. Das zeigt eure demokratische Reife. Die Mainstream-Medien können noch so sehr mit Staatsnähe und sogenannten Faktencheckern versuchen, die freien Blogger und Redaktionen im Netz, wie die Nachdenkseiten und wie sie alle auch heißen, zu denunzieren und auch abzuschalten. Ihr werdet die totale Deutungshoheit nicht gewinnen. Eine von Krise zu Krise wachsender Teil der Bevölkerung, zuletzt Finanzmarktkritiker, Klimauntergangsskeptiker, Maßnahmen- und Spritzenkritiker, Friedensfreunde und auch die Bauern und Spediteure. Und hat für sich diese Basis, diese zuwachsende Basis, hat für sich die Erfahrung gemacht, ihr habt eure Rolle in einer funktionierenden Demokratie im Stich gelassen. Ihr seid nicht mehr die Kontrolleure der Regierung. Ihr seid in großer Zahl zu Hofberichterstattern geworden. In den zentralen Fragen von Krieg und Frieden, günstiger Energieversorgung und Arbeitsplatzsicherung, fairen Löhnen und auskömmlichen Renten, Grundrechtsschutz und gesundheitlicher Selbstbestimmung sowie Information und Meinungsfreiheit haben Presse und Rundfunk versagt. Das gilt vor allem für die Öffentlich-Rechtlichen. Sie verlieren jeden Tag ohne fundierte Berichterstattung zu Assange Freiheitsberaubung oder auch nur zum Terrorakt gegen Nord Stream 2 an Vertrauen. Seltene Ausnahmen können dieses Gesamtbild nicht schönen. Ich frage die Journalisten, ob sie sich nicht erinnern wollen, was George Orwell postuliert hat. Pressefreiheit, sagt Orwell, bedeutet das zu veröffentlichen, was die Mächtigen nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. Lasst mich und lasst uns am Ende vielleicht kurz träumen. Wäre es nicht wunderbar, stellt es euch vor, die Suche nach Wahrheit wird zum Durchbruch verholfen von Whistleblowern und investigativen Journalisten, die sich Julian Assange, Seymour Hersh, Matthias Brückers, Dirk Pohlmann, Jutta Rabe und Patrick Barb zum Vorbild nehmen. Geht weiter. Unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die auf Völkerverständigung, informationelle Breite, demokratischen Diskurs und Staatsferne staatsvertraglich verpflichtend sind, gehen diesen Aufgaben nach und werden ihrer durch Pflichtbeiträge aller Bürger garantierten privilegierten Stellung gerecht. Bürger nehmen abweichende Meinungen zum Anlass zur Neugierde, hören einander zu, versuchen den anderen zu verstehen, was nicht zustimmen heißt, und suchen dann im zivilisierten Diskursen das Beste für die öffentliche Sache zu ermitteln. Wir wissen, dass ab und an wird auch dummes Zeug geredet, aber das nehmen wir hin, man muss dem ja nicht folgen. Träumen wir weiter, unsere Regierung. Am besten alle Regierungen verstehen das als ihre erste Staatsräson, geronnen nicht zuletzt aus blutigen Weltkriegen, und setzen auf Diplomatie, Diplomatie und nochmals Diplomatie. Die Außenpolitiker stärken die Tauben der anderen Nationen, nicht die Falken, und stärken so gegenseitiges Vertrauen und sorgen für Entspannung. Unsere Regierung bemüht sich mit den vormals für Aufrüstung und Krieg verschwendeten Abermilliarden im Inneren Ausgleich und Gerechtigkeit anzustreben. Liebe Freundinnen und Freunde, wäre das nicht ein Leben, in dem wir alle gern mit unseren Familien leben würden und alt werden wollten? Ist das nicht auch der Traum von Julian Assange, dem er sich mit seiner Arbeit gewidmet hat? Der Kampf gegen die Unterdrückung der Wahrheit ist nur den Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit zum Ziel hat.
den Blick in diese Sterne, diesen Traum vor Augen und mit den Beinen auf der Erde. So sollten wir alle nach dieser Vision streben. Dafür wollen wir arbeiten, mit Vernunft im Kopf und Gerechtigkeit im Herzen. Immanuel Kant, der deutsche Philosoph aus Königsberg, wird in wenigen Wochen im heutigen russischen Kaliningrad aus Anlass seines 300. Geburtstages mit einem internationalen Kongress gefeiert. Viele Freunde organisieren eine Reise dorthin, wen es interessiert. Ich habe Flyer dazu. Kants Worte können ein Leitspruch für unsere aller Arbeit an dieser Vision sein. Habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, habt Mut, euch weiterhin eures eigenen Verstandes zu bedienen. Wir brauchen kein betreutes Denken. In diesem Sinne, Gerechtigkeit für Edward Snowden, Chelsea Manning, Joshua Schulte und heute ganz besonders, entlasst Julian Assange sofort aus unmenschlicher Haft. Freiheit für Julian Assange.